So, herzlich willkommen bei Wudive TV. Ja, ist ja irgendwie nichts passiert die letzten ein, zwei Tage. Und ja, jetzt hat der Alex mal wieder ein neues Video rausgehauen. Und da habe ich gedacht, dann musst du die Gelegenheit auch nutzen, um ein neues Reaction-Video zu machen. Auf russische Welt. Soros Open Society Foundation verlässt Tadschikistan. Wie soll ich das sagen? Ich muss ehrlich sein. Ich habe mir das Video natürlich schon vorher angeguckt. Und für alle Leute, die sich nicht wirklich für Propaganda und wie die funktioniert und was die so machen soll, interessiert, für die wird das heute ein ganz langweiliges Video. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil hier ist leider nichts, was man irgendwie großartig kommentieren kann. Weil es geht ja hier um den George Soros. Und ja, wenn ich ehrlich bin, ich wusste bis vor diesem Video noch nicht mal, wer das ist. Hat mich noch nicht mal interessiert. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns mal an, was der Alex zu sagen hat. Und anschließend wollen wir uns mal angucken, wer George Soros überhaupt ist und was der so macht. Und dann können wir uns selber eine Meinung darüber bilden, ja, was denn nun richtig oder was falsch ist oder ob das gut oder ob das schlecht ist. Wir werden es am Ende wissen. So, los geht's. Jetzt muss ich erstmal wieder das Video laden. Mal gucken, ob ich das heute ohne Fehler hinkriege. So, eine andere Kamera. Der Soros. Der sieht aber schon echt mies aus da. Ich glaube, der hat einen Schlaganfall gehabt. Wie sagt man, Heparese auf der linken Seite oder? Wir gucken mal, was Alex zu sagen hat. Wunderbare Nachrichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Soros verlässt Tadschikistan und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal Russische Welt TV. Erst einmal, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich noch eine Sache kurz vorweg einmal klarstellen. Also für die allermeisten meiner Zuschauer ist das alles natürlich offensichtlich, ja, aber ich muss trotzdem, wie gesagt, einige Dinge mal vorab klären. Ich habe nämlich in der letzten Zeit immer wieder beobachtet, gerade jetzt auch in unseren Propagandamedien. Ja, er hat immer wieder in unseren Propagandamedien gehört oder gelesen. Wer sind denn unsere Propagandamedien? Sind das jetzt die aus Russland? Oder sind das jetzt die aus Europa und Amerika? Ich weiß es nicht so ganz. Aber es sind unsere Propagandamedien. Und ich meine, wenn wir von Propagandamedien reden, dann reden wir ja über Medien, die uns beeinflussen sollen. Und das ist ja eigentlich negativ. Warum glaubt ihr dann das, was in diesen Propagandamedien steht? Ich verstehe es nicht. Aber weiter im Text. Zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand irgendwie über bestimmte amerikanische Oligarchen spricht, über deren Machenschaften jetzt, ja. Und wenn jetzt dieser jeweilige amerikanische Oligarch einer bestimmten Nationalität angehört, irgendeiner bestimmten, eine bestimmte Abstammung hat oder ähnliches, ja, wird das dann manchmal, habe ich zumindest so ein paar Mal beobachtet, dann wird das so manchmal, habe ich zumindest beobachtet, Schwurblersprache, dann wird das so manchmal, vielleicht um die Ecke, könnte sein, eventuell, habe ich beobachtet. Von den Propagandamedien so dargestellt, dass derjenige, der den jeweiligen amerikanischen Oligarch irgendwie kritisiert, dass er damit stellvertretend für die Volksgruppe beispielsweise, zu der dieser amerikanische Oligarch gehört, oder die Religionsgruppe, was auch immer, dass er stellvertretend dafür die ganze Volksgruppe
irgendwie angreift. Ja? Habe ich, wie gesagt, ein paar Mal gelesen. Ich muss wie gesagt, im Voraus einmal kurz klarstellen. Also ich kann natürlich da jetzt nur. Ja, er muss das wahrscheinlich klarstellen, weil das ja nur andere machen. Der Alex macht das nicht. Ganz sicher nicht. Wenn der Alex über eine Person redet, dann gilt das nur für die Person. Alles gut. Für mich sprechen, für mich persönlich, und ich spreche jetzt auch hier für mich persönlich und sage ganz klar das, was ich auch schon immer gesagt habe während meiner gesamten Tätigkeit, dass für mich die Nationalität oder die Abstammung einer Person, die religiöse Zugehörigkeit, was auch immer, dass das für mich wirklich völlig egal ist. Das interessiert. Das habe ich schon immer bei meiner Tätigkeit gesagt. Letztens hat er irgendwo gesagt, er macht das alles einfach nur so. Und wo er da Spaß dran hat und so. Und auf einmal ist das eine Tätigkeit? Für wen ist der Alex denn tätig? Das hat er uns noch nicht so ganz verraten. Aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. Vielleicht erfahren wir irgendwann mal, für wen der Alex tätig ist. Weil ich mache die Videos ja auch hier, aber ich bin für niemanden tätig. Ich mache das, weil ich zu Hause Langeweile habe. Und weil ich das ganze Holz, das ich für diesen Winter brauche, schon gehackt habe. Aber das ist ein anderes Thema. Weiter geht's. Mich überhaupt nicht, ja, weder jetzt im guten noch im schlechten Sinne. Also ich spreche nur, wenn überhaupt, dann nur über irgendwelche Taten individueller Personen, ja, wie jetzt in dem Fall die individuelle Person George Soros, ja. Und damit komme ich auch dann direkt zum Thema, denn in diesen Tagen kam die Nachricht, dass der US-Milliardär und Oligarch Herr George Soros mit seiner Open Society Foundation, also seiner NGO, nach über 25 Jahren Arbeit in Anführungszeichen die Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan verlassen wird. Zumindest hat er das auf seiner offiziellen Seite entsprechend verkünden lassen. Also der Oligarch Soros, der treibt ja, wie sicherlich die meisten von euch wissen, der ziemlich auf der ganzen Welt sein Unwesen. Ja, der treibt auf der ganzen Welt sein Unwesen und der treibt so doll sein Unwesen, dass ich den noch nicht mal kannte. Also bis zu diesem Video. Also ich kenne ihn immer noch nicht, aber ich habe von dem immer nur in Zusammenhang mit irgendwelchen Schwurbler-Geschichten und Schwurbler Erzählungen gehört. Da ist immer von Rothschild, von Soros und von Bill Gates die Rede. Und ja, die wollen ja so der Schwurbler-Sprech die Welt beherrschen. Ja, also daher kenne ich den Namen Soros. Ansonsten habe ich den vorher noch nie gehört. Aber vielleicht bin ich ja auch einer der wenigen vollkommen Unwissenden in dieser Welt. Kann auch sein. Insbesondere auch in den letzten, ja, 30 Jahren ungefähr auch im postsowjetischen Raum, lange Zeit auch in Russland selbst, bis er dort dann, ich weiß nicht mehr wann, 2015 oder so muss das gewesen sein, oder 16, irgendwie sowas, bis er dann dort rausgeschmissen worden ist. Also was für eine Propaganda Soros dort verbreiten lässt, also in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, ja, das könnt ihr euch alle sicherlich gut denken und. Ja, das ist die Schwierigkeit, ne? Das können wir uns alle sicherlich gut denken. Aufklärung ist nicht so die Stärke vom Alex. Und Dokumentation und Belege und Beiträge und so auch nicht unbedingt. Von daher können wir uns das jetzt alle denken. Ich weiß aber nicht so recht, was ich jetzt denken soll, wenn ich den nicht kenne. Aber egal. Vielleicht bin ich auch einfach nicht der richtige Ansprechpartner für Alex. Gut vorstellen. Ja. Und in vielen Ex-Sowjetstaaten ist Herr Soros mit seiner Open Society Foundation nach wie vor präsent.
Und man muss auch hier dazu sagen, nicht ohne Erfolg präsent. Ja, in Armenien beispielsweise hat er es ja geschafft, vor einigen Jahren seinen Mann aufzustellen, ja, Herrn Paschinyan, der letztens wieder beim UVKS-Treffen wieder da rumkrakeelt hat, vor einigen Tagen, ja, wo er Lukaschenko ihn da ein bisschen zurechtgewiesen hat. Immer dieses, wo er rumkrakeelt hat, wo er sein Unwesen treibt. Also diese Schwurbler, die haben ja echt immer die unangenehme Eigenschaft, dass sie Leute, die sie aus welchen Gründen auch immer nicht mögen, immer irgendwie so besonders schlecht machen müssen. Und das auf so eine besonders unangenehme Weise, immer so eine besonders negative Weise. Aber oh gut, dafür sind es ja eben Schwurbler. Dasselbe Spiel übrigens auch in Moldawien mit Frau Maia Sandu, der rumänischen Staatsbürgerin, also der neuen Präsidentin von Moldawien. Ja, von der Ukraine, von Kiew brauche ich, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Ja, in Kirgisistan treibt er auch sein Unwesen schon seit vielen Jahren. Da gab es ja auch schon mehrere, ich glaube fünf oder so Umstürze. Aber auch in vielen anderen Staaten der Ex-UdSSR ist er nach wie vor präsent, also in den meisten Staaten der ehemaligen UdSSR, unter anderem jetzt auch in diesem Fall in Zentralasien, unter anderem auch in Staaten, das was ich besonders interessant finde, unter anderem auch in Staaten, die man im Westen als autoritäre Staaten oder teilweise auch als Diktaturen bezeichnet, ja, unter anderem jetzt auch in Kasachstan, wo jetzt im Januar es auch einen Umsturzversuch gab. Darüber habe ich ja auch damals beim Kanal intensiv gesprochen. Ja, und soweit ich weiß, auch nach dem Umsturz gab es da auch für Soros keine Konsequenzen. Der ist nach wie vor, lungert er da in Kasachstan rum mit seiner Stiftung. Ja, er lungert da immer noch so rum auf der Straße. Ja, ganz klar. Und wie gesagt, über 25 Jahre in Tadschikistan. Ja. Und allein letztes Jahr, laut entsprechenden Berichten amerikanischer Propagandamedien, also in dem Fall von der Filiale von Radio Liberty, ja, dem amerikanischen staatlich finanzierten Propagandasender, hat Soros allein schon im letzten Jahr über 3 Millionen US-Dollar allein schon in Tadschikistan verteilt. Also dahin. Ja, okay, der hat 3 Millionen US-Dollar verteilt. Aber wofür? Wo ist das Geld hingegangen? Keine Ahnung. Geht, ist es natürlich wirklich super, eine sehr gute Nachricht, dass die Stiftung von Soros jetzt Tadschikistan verlässt. Die genauen Gründe dafür sind jetzt mir persönlich nicht bekannt. Also angeblich will er da irgendwas umstrukturieren mit seinen Stiftungen und seinen Filialen, ist aber eigentlich auch egal. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, eine super Nachricht. Auch wenn natürlich man gerade jetzt auch in der jetzigen Zeit Russlands Verbündete, vielleicht auch Verbündete in Anführungszeichen sogar, also Russlands Verbündete auch für viele Aspekte kritisieren kann, ist es dennoch ohne Zweifel ein Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die auch nie mehr wiederkommt, dass es ein auf Nimmerwiedersehen ist und auch, dass Soros mit seiner Stiftung nach und nach aus allen anderen Ex-Sowjetrepubliken verschwindet. In diesem Sinne, abonniert meinen Kanal. Ja, also, der Soros, der George Soros, der muss ein ganz schlimmer Finger sein. Vor allen Dingen in diesen postsowjetischen Staaten. Und das hat mich ja schon ein bisschen neugierig gemacht auf diesen George Soros. Und da habe ich mir gedacht, musst du dir doch mal angucken, was dieser ominöse George Soros denn so treibt, dass der so unbeliebt ist beim Alex. Also, ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was der George Soros überhaupt ist oder wer der überhaupt ist. Und dazu muss ich erstmal wieder woanders hinhüpfen. Moment, 7. Oder 8. 8. 8 muss ich hüpfen. So. Nach 8. So. Und dann muss ich auch da mal eine Kamera drauf richten. So. Und, ach, ich bin schon wieder irgendwie total. So.
So. Also, zuerst einmal muss ich sagen, ach, da ist schon wieder der Sound. Moment. Warum der sich immer einschaltet, auch wenn ich den leise mache, ist mir noch ein echtes Rätsel, aber ist ja auch real. So. Also, zuerst einmal muss ich sagen, ich höre vom Alex immer von Oligarchen und von westlichen Oligarchen und eigentlich habe ich in meiner grenzenlosen Unwissenheit ja eigentlich gedacht, Oligarchen gibt es nur in Russland oder in ehemaligen Sowjetrepubliken und so. Und deshalb habe ich mir natürlich auf Wikipedia erstmal angeguckt, was sind überhaupt Oligarchen. Und da steht, als Oligarch werden zum einen Anhänger der Oligarchie, Herrschaft von wenigen, zum anderen jene bezeichnet, die mit wenigen anderen eine Herrschaft ausüben. Im Speziellen auch Großunternehmer, die durch Korruption auch politische Macht über ein Land oder eine Region erlangt haben. Ja, also das sind Oligarchen. Das heißt, es kann natürlich auch überall auf der Welt Oligarchen geben. Jo, so, das war das eine. Und dann gab es ja noch diese Geschichte, jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn hier schon wieder raus, so, mit dem George Soros. So, jetzt kann man das ganz schön schlecht lesen. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie besser hinkriege. Ich bin aber auch so dämlich. So, hätte ich ja alles vorher mal einstellen können. So, jetzt kann man besser lesen. Also, George Soros am 12. August 1930 als Georgi Schwarz in Budapest, Ungarn, ist ein US-amerikanischer Investor und Philanthrop. In den 1990er Jahren wurde er durch Devisenspekulationen unter anderem gegen das Pfund Sterling bekannt. Er betreut viele Fonds und unterstützt mit seinem Vermögen über seine Stiftungen, die Open Society Foundation, unter anderem Bürgerrechtsbewegungen, Bildungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte und andere wohltätige Zwecke. Seit etwa 1990 ist er Verdächtigungen, Verschwörungstheorien und antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt. Okay, wenn die Stiftung sich also tatsächlich um Bürgerrechtsbewegungen, Menschenrechte und Bildungseinrichtungen einsetzt, dann verstehe ich schon, warum der Alex den George Soros nicht mag. Ist ja klar, ne? Weil wer in Russland mag schon Bürgerrechtsbewegungen oder Menschenrechtsbewegungen? Ist ja ganz klar. So, jetzt gibt es hier ganz viel über den George Soros, zu seiner Jugend, zu seinen Finanzgeschäften. Das will ich aber jetzt nicht alles vorlesen, weil das ganz schön lang ist. Also, was er gemacht hat, er hat also wie alle anderen Geschäftsleute im Bereich Finanzen Geld eingesammelt und hat dann auf Devisen spekuliert und auf Währungsunterschiede in den einzelnen Ländern spekuliert und hat damit richtig viel Kohle gemacht.
Also so ungefähr 25 Milliarden Euro. Okay. Dann gab es hier noch etwas zu Osteuropa. Weil da hat Alex ja von berichtet. Also Soros engagiert sich für die Demokratisierungsprozesse in Osteuropa, die 1989 zum Zusammenbruch des Ostblocks führten. Seit 1979 unterstützt er osteuropäische Dissidenten mit 3 Millionen US-Dollar pro Jahr, darunter die Solidarność in Polen, die Charta 77 in der Tschechoslowakei und den Andrei Dmitrijewitsch Sacharow in der Sowjetunion. 1988 gründete er mit Oppositionellen in Polen die Stefan Batory-Stiftung. Später ähnliche Stiftungen in fast allen Staaten Osteuropas. Sie sollen die liberale Demokratie und den Aufbau der Zivilgesellschaft fördern. Ah. Und wenn das so stimmt, dann weiß ich, warum der Alex den nicht mag. Von 91 bis 93 spendete Soros rund 1 Milliarde US-Dollar zur Unterstützung des Wissenschaftsbetriebs in Russland. Der russische Minister für Forschung und Technologie, Boris Georgijewitsch Saltykov, lobte 1992 eine Gabe von 100 Millionen Dollar als weitaus größte Gabe, sei es privat oder staatlich, für die Grundlagenforschung. Beim Aufbau von Internetverbindungen zwischen russischen Universitäten arbeitete die Stiftung von Soros mit dem russischen Staat zusammen. Also eigentlich macht er ja viele gute Sachen. Dass er an der Börse spekuliert, gut. Von irgendwas muss er ja leben und mit irgendwas muss er Geld verdienen. Aber der steckt auch viel von dem Geld erstmal da in solche, wie soll ich das nennen? Demokratisierungsversuche. So, ich will das mal so nennen. 1991 gründet er die Central European Universität in Budapest mit und unterstützte sie finanziell mit der 1993 gegründeten Soros-Stiftung. 1995 unterstützte er tschetschenische Oppositionelle in Russland. In den 1990er Jahren unterstützte er auch, ich habe gerade mal auf mein Handy geguckt, Entschuldigung, unterstützte er auch den Sender B92 und Oppositionsgruppen in Serbien. Laut Neil Clark destabilisierte er die Bundesrepublik Jugoslawien auch für eigene Geschäftsinteressen. Vor der Orangenen Revolution 2004 und in der Ukraine unterstützte Soros westliche NGOs mit 1 Million US-Dollar. Da Russland damals jedoch etwa 300 Millionen für einen Wahlsieg von Viktor Janukowitsch ausgab, widersprach der Historiker Timothy Garton Ash der Behauptung, der Westen habe die Revolution gekauft. Bla 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 bla, was hat er noch alles gemacht? Im November 2014 forderte Soros, der damals stark in ukrainische Staatsanleihen investierte, in einem ZDF-Interview Bundeskanzlerin Angela Merkel, ich kann nicht lesen. Bundeskanzlerin Angela Merkel solle ihren Sparkurs, den sie der ganzen EU diktiere, zugunsten der Ukraine aufgeben. Dort sei diese Sparpolitik unangemessen,
da kriegsführende Staaten vorrangig ihre Ressourcen nutzen und notfalls ihren Einsatz noch erhöhen müssten. Naja gut, ich meine, wenn er da schwer investiert war, dann hat er natürlich ein Interesse daran, dass die Kohle weiterfließt. Die mangelnde Unterstützung der Ukraine könne für die EU selbst üble Folgen haben. Im laufenden Krieg in der Ukraine seit 2014 verteidige die Ukraine die EU gegenüber einer russischen Aggression. Okay. Ende 2014 drohte Russland wegen Überschreitung der Vereinbarung Maximalverschuldung Kredite von etwa 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2015 von der Ukraine zurückzufordern. Zudem hätte die Ukraine in den Folgejahren 8 Milliarden US-Dollar an private Investoren zurückzahlen müssen. Ja, wahrscheinlich war da auch seine Kohle drin. Im Januar 2015 forderte Soros daraufhin von der internationalen Gemeinschaft und der EU rasche Finanzhilfe von 50 Milliarden Dollar für den Wiederaufbau der Ukraine, die Modernisierung ihrer Wirtschaft und Beseitigung von Kriegsschäden in der Ostukraine. Naja gut, also klar, wenn ich irgendwo ein paar Milliarden reingesteckt hätte, dann hätte ich natürlich auch getrommelt wie so ein Weltmeister. Ist nicht schön, ist auch wahrscheinlich nicht richtig, aber ist, glaube ich, menschlich. So, am 12. November 2015 verlieh Ukraines neuer Präsident Petro Poroschenko Soros für sein Engagement den Orden der Freiheit. Soros versprach ab 2016 für 10 Jahre verteilt 500 Milliarden US-Dollar in der Ukraine zu investieren. Er wurde Anteilseigner der größten Fondsgesellschaft der Ukraine Dragon Capital und kaufte den ukrainischen Softwareentwickler Zirklum. So. Und dann wollen wir mal gucken, was ich noch gesehen habe, was vielleicht als einziges noch so interessant ist. Verschwörungsmythen zu Soros. So. Und da steht jetzt, seit 1990 verbreiten national-bolschewistischen Replikationen in Russland, dass internationale Finanz- und Wirtschaftsorganisationen unter der Kontrolle der zumindest starken Einflussnahme von Juden stünden. Also hier wird wieder nicht von Soros geredet, sondern allgemein von Juden. Prominente jüdische Vertreter solcher Organisationen seien schuld am Zusammenbruch der Sowjetunion und zögen angeblich Vorteile aus dem politischen Wandel. Jüdische Unterstützer der Perestroika und damit angeblich verbundene zerstörerische Kräfte seien die Spitze des Weltfinanzzionismus, eine Variante des antisemitischen Theorie des Weltjudentums. In diesem Kontext wird George Soros am häufigsten genannt. Russische Nationalisten betonen stets seine jüdische Herkunft, unterstellen ihm, er sei eng mit jüdischen und zionistischen Organisationen verbunden und selbst ein Agent des israelischen Mossad und der Central Intelligence Agency, CIA, der USA. Er sei treibende Kraft beim Unterminieren des Sowjetkommunismus gewesen, habe die Wirtschaftsreformen von Michail Gorbatschow finanziert und dessen Nachfolger Boris Jelzin beraten. Er beeinflusste die russische Politik durch den IWF, die trilateralen Kommissionen und den fiktiven internationalen Geheimclub Magisterium. Der russische Holocaust-Leugner Oleg Platonov
etwa behauptete, Soros habe das 500-Tage-Programm für Perestroika-Führer entwickelt und finanziert, um die russische Wirtschaft zu ruinieren. Der Vorsitzende des Sicherheitskomitees der Duma, Viktor Ilyukin, behauptet, die von Soros unterstützten akademischen Erziehungsprogramme sollen die russische Bevölkerung mit einem antipatriotischen und kosmopolitischen Geist indoktrinieren. Soros habe den starken Wertverlust des russischen Rubels im Jahr 1994 herbeigeführt und die Privatisierung russischer Betriebe voll ausgenutzt. Na, also ich meine, wenn jemand Demokratie, Menschenrechte und sowas unterstützt, dann ist es auch logisch, dass die von ihm bezahlten Bildungseinrichtungen in diese Richtung arbeiten. Logisch, oder? Besonders in seinem Herkunftsland Ungarn wurde Soros zur Zielscheibe antisemitischer Kampagnen. Der nationalistische Politiker István Skurka bezeichnete ihn 1992 als Marionette Jerusalems. Ab 2010 machte Ungarns Premierminister Viktor Orbán Soros zum Feindbild eines negativen Campaigning. Das sein Politberater Arthur Finkelstein erfunden hatte. Ab November 2015 bezichtigte Orbán Soros als angeblichen Verursacher der Flüchtlingskrise in Europa 2015. Sein Aktivistennetz von Menschenrechtsorganisationen organisierten gezielt eine Völkerwanderung zur Zerstörung der Nationalstaaten Europas. Wahrscheinlich hat der in Afrika mit seinen Organisationen dafür gesorgt, dass die alle hier rüberkommen. Gegen diese Verschwörung und wirren Träume einiger großer Geldmänner, transnationaler Aktivisten und von niemandem gewählten Funktionäre müsse sich das Volk wenden, um Ungarns Abschottung gegen Geflüchtete zu rechtfertigen, stellte Orbán Soros als Beispiel des reichen, spekulantenhaften, kosmopolitischen, nations- und gottlosen Juden dar. Ab 2017 ließ Orbáns Regierungspartei Fidesz in ganz Ungarn große Plakate aufhängen, die ein Porträtfoto des grinsenden George Soros und die Worte "Lasst Soros nicht das letzte Lachen haben" zeigen. Kleingedruckt darüber stand, 99% lehnen illegale Einwanderung ab. Viele Plakate trugen antisemitische Graffitis. Die Kampagne kostete etwa 19 Millionen Euro und folgte früheren Plakataktionen der Regierung gegen die Aufnahme von Geflüchteten. Hätten sie die 19 Millionen besser mal in die Flüchtlinge gesteckt, dann hätten die alle keine Probleme gehabt. Im Wahlkampf ab 2017 behauptete Orbán, ein Soros-Plan sehe vor, Europa durch verstärkte Einwanderung zu muslimisieren. Seine Regierung werde auch künftig gegen das Soros-Mafia-Netzwerk und die Brüsseler Bürokraten sowie deren Medien vorgehen. Orbán ließ die CEU, das ist diese Universität, schließen und Gesetze gegen von Soros-Stiftungen mitgeförderten NGOs erlassen, weil diese mit ihrem Eintreten für Asylbewerber angeblich Ungarns Sicherheit bedrohen. Oh jo. Ja, was erwartet man auch vom Viktor Orbán, ne? Ja,
Also der Orban, der schießt ganz dolle gegen den Dingens. So, jetzt gucken wir mal, was noch in anderen Staaten los ist. Also, auch in anderen Staaten Europas wird Soros immer wieder Strippenzieher der Globalisierung für eine angeblich von Juden, Freimaurern und Kommunisten angestrebte Weltherrschaft diffamiert. Um eine Umvolkung der EU-Länder durchzusetzen, arbeitet er mit der politischen EU-Elite zusammen, unterstützt Projekte zur Emanzipation und Gleichstellung ethnischer und sexueller Minderheiten und sei Drahtzieher von Protesten gegen Korruption, Vetternwirtschaft und lokale Oligarchen. Das hat man ihm vorgeworfen. Aber ist das denn nicht richtig? Also ist Gleichstellung und Emanzipation und sowas irgendwie was, was jetzt schlecht ist? Und ja, sexuelle Minderheiten gehören nun mal auch dazu. Ist leider so. Was heißt leider? Ist so. Da gibt es kein Leider. Jeder ist so, wie er ist. Und er ist gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Och, das ist ja ein Ding. Ja, dafür muss man den voll zerreißen. Also da finde ich auch Korruption und Vetternwirtschaft, dat, also wenn alles richtig sein muss, so wie Gleichstellung, Emanzipierung und so weiter. Aber Korruption und Vetternwirtschaft, die darf man nicht verbieten. Also, in Mazedonien initiierte der ehemalige Premierminister Nikola Blablabla gegen Soros gerichtete Kampagne namens Stop Soros. In Rumänien verteufelten Staatsmedien Soros Anfang 2017 als ewigen Sponsor großer Demo Demonstrationen in Bukarest für Rechtsstaatlichkeit. Okay. Dafür wurde er also verteufelt. Dagegen verlieh die Bukarester Neue Zeitung Soros im Mai 2017 ihren Preis für Menschenrechte. In Serbien behauptete Staatspräsident Aleksandar Vučić Ähnliches über Soros und dessen Stiftung unterstützten NGOs. In Polen behauptete die PiS-Abgeordnete Krystyna Pawłowicz, die Soros-Stiftung finanzieren antichristliche und antinationale Aktivitäten. Ihr Parteivorsitzender Jaroslaw Kaczynski unterstellte Soros, er versuche durch eine multikulturelle Ausrichtung traditionelle Gesellschaften zu zerstören und strebe eine Gesellschaft ohne Identität an, die sich äußerst leicht manipulieren lasse. Auch die Staatspräsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan nannten Soros 2018 im Zusammenhang einer Verschwörung. In Österreich behaupten die FPÖ-Politiker Herbert Hofer und Johann Gundenus, Soros stecke hinter der Flüchtlingskrise in Europa. In Italien hetzt Matteo Salvini von der Liga Nord, in Großbritannien Nigel Farage von der Brexit-Partei. In Deutschland die Politiker der Alternativen für Deutschland, Jörg Meuthen, Stefan Brandner, Petri Bistron und Jörg Höcke gegen Soros. Meuthen behauptete auf Facebook, teuer finanzierte Stimmungsmache, Sozis und Soros vereint gegen unsere Bürgerpartei. Höcke warf der EU vor, den volkszerstörerischen und als pervers zu bezeichnenden Ungeist
eines George Soros zu exekutieren. Der Bestsellerautor Peter Orzechowski verbreitete über den Kopp Verlag die These, Soros verfolge eine Agenda des Volksaustausches, um Europa umzustürzen. Ken Jebsen vermutet, Soros wolle mehr Abtreibungen, um vom Verkauf toter Embryonen an die Pharmaindustrie zu profitieren. Ein anonymer deutschsprachiger Kettenbrief im Frühjahr 2021 behauptete, Soros habe ein Labor in Wuhan mit aufgebaut, von dem die Covid-19-Pandemie ausgegangen sei. Ja, also, wenn ich mir die Namen anschaue, die da gegen den George Soros so schießen, dann, wie soll ich das sagen, wundert mich persönlich nichts. Und wenn der für Menschenrechte und für Gleichberechtigung und alles das, was wir normalen Europäer so lieben, eintritt mit seinen NGOs, dann ist er aus meiner Sicht erstmal ein guter Mensch. Also zumindest, was seine NGOs angehen. Ob der jetzt bei seinem Geldverdienen immer so das Richtige macht, da lässt sich wahrscheinlich auch drüber streiten. Aber prinzipiell finde ich erstmal das, was er so tut, mit seinen Nichtregierungsorganisationen eigentlich ganz okay. Ja, also, so viel zum Thema George Soros und ja, ihr könnt euch ja jetzt selber überlegen, ob das ein guter oder ein schlechter ist und ob es wirklich so toll ist, dass der sich dann da aus Tadschikistan zurückgezogen hat. Vielleicht hat er auch alles erreicht, was er da erreichen wollte. Mag ja alles sein. Keine Ahnung. Aber ich verstehe zumindest, wenn das, was hier steht, stimmt, dass der Alex so einen Menschen wie George Soros überhaupt nicht leiden kann. Okay, liebe Leute. Ich denke, das soll es gewesen sein mit diesem äußerst trockenen Thema. Aber ich fand, es war mal wieder ein schönes Beispiel dafür, wie Propaganda funktioniert und wie man versucht, durch Aufbauen eines Feindbildes uns hier zu beeinflussen. Jeder soll sich da seine eigene Meinung machen. Ich habe in letzter Zeit echt immer Knoten in der Zunge. Also jeder soll sich seine eigene Meinung machen. Bleibt wachsam. Bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.